es gibt ja verschiedene Bewegungen im Brauchtum. Da sagt man, da ging es um die Ästhetisierung, oder dass es all schöner wird, all besser, all grösser und all prächtiger. Das merkt man auch den Hüten und Huben an. Die sind viel raffinierter geworden. Also erst, weil ich mache die Haube für mich, mir ist ja auch gleich, wie sie reagiert. Also ich finde, da muss jeder Schuppel selber wissen, wenn er machen will. Es ist ja natürlich auch schwierig. Ich finde auch gut, dass es verschiedene Formen wieder gibt und halt wieder mal etwas Spezielles kommt. Er lebt auch. Eben, ich will einfach, halt einfach wieder, jedes Mal wieder etwas anderes bringen. Einfach auch, zum ein bisschen bewegen. So neue Formen sind auch spannend. Obwohl das vielleicht nicht allen Leuten gefällt, aber es ist schön gleich. Haube machen ist schon auch Hobby. Da ist natürlich dann auch viel Zeit, die man investiert in etwas. Und was mir schon viel zu gut kam, ist mein gelernter Beruf, Bäckerkonditor. Als Konditor musste ich natürlich auch etwa so Dekorfiguren herstellen. Ich musste, obwohl man es wahrscheinlich nicht so gelegen ist, Sachen zeichnen, so auf Torten her, Verzierungen. Und ich habe schon sehr viel von dem profitiert, als ich dann aus meinem Fundus herausnehmen von der Stiftung Norden oder von meinen Lehrbüchern, die ich hatte. Wo ich dann auch so Kügelmuster zeichne nach dieser Idee. Oder halt eben auch Figuren schnitzen. Ja, so ein bisschen das Grössenverhältnis, da kommt man sich auch von dort manchmal zu gut. Ja, ich habe im 86 schon angefangen, Klauser Grosch zu machen. Ja. Eben bei den Schönwüsten oder bei den Wüsten ist es einfach Naturmaterial, wo du dann einfach wirklich kurz vor dem Silvester da machst. Und bei den Schönen ist es der Hut, den du oben rein machst. Oder? Ja, halt viel Handarbeit mit Nähen, also Kügeln. Also ja, ich habe vor allem gekügelt. Und da kann man das ganze Jahr verteilen, wo Sander dann einfach wirklich so wie nach Neujahr ist das dann halt einfach dann ein bisschen stressig, oder? Ja, das ist immer ein schönes Gefühl, also vor allem das erste Mal, das ist schon das erste Mal, wo wir schöne Sachen gemacht haben und dann, wo wir fertig waren, also das ist schon so ein halbes Fest gewesen, so richtig Erleichterung, jetzt haben wir es geschafft und ja, und der Stolz natürlich auch, dass wir da haben können und die, also die Sachen anschaust und also wirklich halt riesige Freude, ja.